Und hat den Hahn von der Leitung abgeschraubt. Und hat es alles gefroren. Die Rettungsarbeiten können fortgesetzt werden. Dieser Ort wird immer unwirtlicher. Die Geräte funktionieren hier nicht, sodass man sich verläuft. Wir haben bereits Mats und Axel verloren. Die Jungs sagen, dass sie Stimmen hören und Geister sehen. Ich glaube ihnen nicht, bis eine fremde Frau meinen Namen rief. Dazu kommt, dass die Kiste mit Vorräten verschlossen ist und die Scheibe für das Schloss in den Gully fiel. Dies sind die Fotos dieses verfluchten Ortes. Das Passwort zum Schloss ist nutzlos ohne die Scheibe. 25.02.2007. Die Retter machten Fotos, um die Verwüstung zu dokumentieren, aber einige fehlen. Habe ich alle? Nein, mir fehlen noch welche. Erstmal einen Haken. Die Retter verloren sowohl den Code als auch die Scheibe. Ja, und auch ja, das mit der Scheibe hier. Also hier im Hintergrund geht gerade schon wieder Vogel-Action ab und wenn das gleich nicht stiller wird, muss ich danach schauen. Ich kann aus dem Zelt sonst nichts mitnehmen und da hinten geht's auch nicht weiter. Ich muss hier das hier schön formschön enteisen. Ist das noch nicht enteist genug? Doch. Also ich habe jetzt zumindest mal den Trichter, ne? Ventilgriff. Wenn meine Arme 2 Meter lang wären, könnte ich herankommen. Ich habe einen Haken. Der bringt mir nichts. Der Haken ist nicht lang genug. Aber mit dem Haken kann ich den Gully aufhaken, wahrscheinlich. Gefunden Hahn. Da unten ist es dunkel. Ich bin keine Kanalratte. Mi, 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 mi. Den Ventilgriff kann ich den Springbrunnen anschalten. Okay, das Wasser läuft jetzt hier. Ich krieg die Scheibe. Natürlich, die Scheibe ist im Brunnen festzementiert gewesen. Aber ich habe das Passwort nicht. Wenn mir dann noch die restlichen Fotos irgendwie fehlen. Also ich habe einen Trichter, aber ich habe die leere Batterie. Kann ich da nicht reinlernen, ne? Wie komme ich da ran? Eine gute Frage, wie komme ich da ran? Muss irgendwie was finden, um an den Eimer zu kommen. Ich habe ja immer noch die Axt. Okay, ich habe noch immer die Axt. Nein, ich möchte gar nicht hier durch. Ich habe noch immer die verdammte Axt und er geht mir einfach nicht aus dem Weg, der Blödmann. Kann ich wieder. Okay, ich habe jetzt einen Magneten. Das ist toll. Habe ich den dummen Magneten? Weiß ich nur auch nicht, was ich damit mache. Kann ich mit den Magneten hier an der Tür rumrandalieren? Kaum mit dem Magneten hier rausholen. Was magnetisieren wir denn? Ah, ja, wow, den Trichter, den muss ich da nur einstecken, das ist schön. Aber das hilft mir nicht weiter. Ich habe nach wie vor keinen Kraftstoff.
weil ich nicht an den Eimer komme und du mir nicht aus dem Weg gehst. So tief war das Dorf also im Schnee verschüttet, aber wie entstanden die Tunnel? Vor allen Dingen, wieso entstand nur diese Eisdecke hier und hier unten ist alles noch weiterhin begehbar? The generator is empty. Ja, ich weiß, dass der scheiß Generator leer ist, aber das hilft mir gerade alles nicht. Dass ich keine Karte habe, macht mich echt wahnsinnig, weil ich nicht weiß, was ich als nächstes machen soll. Weil ich nichts mit dem anfangen kann, was ich gerade im Inventar habe. Was magnetisiere ich hiermit? Womit kann ich hier... Also... Ich kann hier nicht mal irgendwie was machen. Was? Gitterzieherstück. Ja, natürlich. Hier liegt das Kackding für den Beichtstuhl, oder wie? Und damit kann ich das aufschrauben. Und krieg das letzte Fototeil. Ja, natürlich. Macht ja auch Sinn. Kann ich jetzt das Gedönse zusammensetzen? Ich habe ein Seil. Wow, das kann ich mit den Magneten verknoten und dann kann ich mit den komischen Dingern da angeln oder wie. Natürlich, so angelt man sich einen Eimer. So, ich stelle das da drunter, leere den Kraftstoff da rein. Dann nehme ich den Witt in der Hoffnung, dass ich nichts davon verschütte auf dem Weg bis dahin. Dann führe ich das endlich in diesen dummen Generator ein. Darf ich erstmal ein Minispiel machen, so wie das hier aussieht, ne? Verbinde die Energieerzeuger mit dem Blitz darauf. Mit der Buchse. Mache zuerst den Weg frei. Aha. Okay, ja, ich sehe schon, wie das geht. So. Jetzt habe ich das verbunden. Jetzt habe ich bitte Strom. Over and over, I send letters to my family, and they never respond. Ja, weil die niemals angekommen sind. Du bist schon seit Jahren tot. I'm sick and tired of living without them. Oh, why? Oh, why did I ever leave them? Wenn du ein Idiot bist. I'm such a fool. We ja, danke. You're my family now. You and Otto and Greta. Nein, ich gehöre definitiv nicht dazu. Du kannst die anderen haben. Ist mir egal, aber lass mich gefälligst gehen. One big happy family. Kann ich dich mit Salz überleeren? Das ist Geister nicht schwach gegen Salz. I wrote all those letters and I never got a reply. See for yourself. Go to the post office and look at my mailbox. It's empty. Ja, weil deine Briefe niemals abgeschickt wurden, höchstwahrscheinlich. Jetzt lasst du mich in die Post. Erstmal hacke ich hier Löcher rein, damit ich in die Post komme. Die Post ist noch so, wie sie verlassen wurde. 5 Jahre alte Briefe, hier ist die Zeit stehen geblieben. Das sind die Postfächer der Dorfbewohner. Ich muss wissen, welches ihm gehört. Auf dem Fenster liegt eine dicke Eisschicht. Das Gebäude ist eine Eisfalle. Ja, das ganze Ding hier ist eine. Der Schalter fehlt. 106. Potzblitz! Mich trifft der Schlag. Oh nein! Der Brief von Peters Familie lag die ganze Zeit hier. Er starb, ohne zu wissen, dass seine Frau ihm vergeben hatte. Lieber Peter, es ist lange her, dass du fortgingst. Egal, was passiert, ich möchte dir sagen, dass ich dir vergebe. Wir werden immer deine Familie bleiben. Emma, Lisa und Frederick. Nehme ich den mit? Ja. Rief der Ehefrau. Hallo Emma, wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Ich mache mir Sorgen um dich. 2006. Keiner davon erreichte sie jemals. Ja. Das Ganze liegt hier einfach ewig rum.
war nee, 16.05.2006 und 17.02.2007 war diese Lawine, das ist nie abgeschickt worden. Die in der Post hat einfach kein Mensch gearbeitet. Ja, die Szene kennen wir schon. Er ist damals gegangen. I can't believe it. My family never forgot me. They looked for me. Thank you so much. I understand now. But you can still leave. Get into that gallery and use the generator there. I hope you make it. Na endlich, jetzt kann ich auch an ihm vorbei und hier rein, aber auch irgendwie nicht. Bewege die Tierkacheln zu den passenden Bildern. Die Kacheln bewegen sich, bis sie auf ein Hindernis treffen. Also gut, du kommst da rein. Ah, kann ich den Hase bitte nochmal zurückmachen? Kann ich das bitte nochmal zurückmachen? Ich kann ihn nicht mehr bewegen, wenn die hier draußen sind. Und die Katze hätte ich nämlich vorher reinmachen müssen. Ne? Ich kann die anderen nicht mehr. Doch, kann ich noch. Halt so. Okay, ich habe die Galerie aufgefaltet. Jetzt darf ich hinein. Sehr geschickte Handarbeit. Der Meister wollte das zentrale Element sicherlich nicht bei einer Vertiefung belassen. Ja, ich hab aber... Also ich kann hier später Neustart machen, das ist schon mal nicht gut. Eine weitere weiße Schachfigur würde das Spiel in einem Zug gewinnen. Okay, erstmal Feuerwerkskörper, Schlittschuhe und Thermometer finden. Und eine Kettensäge, damit daraus säge ich jetzt was raus. Weiß ich noch nicht. Fledermaus, aber die säge ich nicht raus. Die habe ich schon. Ich musste nur die Dinge wegbewegen. Spray Hase Ente. Ich habe einen Gasbrenner hier, den kriege ich nur leider nicht. Bekomme ich bitte den Nupsel hier? Den Stecker, ja, danke. Ein Gemälde. Feuerwerkskörper, Schlittschuhe, Thermometer. Feuerwerkskörper, Schlittschuhe, Thermometer, Bücherbecher, Maske. Das ist nicht die Maske. Das hier. Bücher. Da unten. Jetzt brauche ich noch das Spray. Das hier. Ja, danke, ich habe den Stromstecker, das hatte ich gehofft. Eisskulpturengalerie. Die Ausstellung ist in 5 Räumen zu sehen. Der Haupthalle, der Halle der Tiere, der Menschen, der Pflanzen und des Absurden. Viele Ausstellungsstücke stellen seltene Kunstwerke dar. Die Führungen werden durch diverse Spezialeffekte, Laserstrahlen und Pyrotechnik bereichert. Besucher, welchen die Halle der Menschen betreten, stoßen auf einen Seegenerator, der brandneue Technologie einsetzt. Einen Seegenerator? Was ist denn ein Seegenerator? Ventilatorschalter, okay. Also so sind diese Räume hier angeordnet scheinbar. Ein Bleistiftspitzer, sowas, ja. Das ist ein Modell der gesamten Galerie, aber ein Teil fehlt. Ich hab das auch nicht. Ich hab das Tatzenemblem, aber das kommt hier erstmal nirgendwo rein. Gut, wir gehen nochmal zurück in die Post. Stecken das hier ein. Klicken den Ventilator an und dann puste ich erstmal alle Briefe weg. Für das hier unten. Und setze dabei fast das Gebäude in Brand. Da ist der Phönix. Hier steht eine Waage. Hier kann ich etwas abwiegen. Nein, ich will nichts abwiegen müssen.
Verbinde die Punkte, indem du jede Linie nur einmal verwendest. Muss ich jede Linie nur einmal verwenden? Also muss ich jede Linie verwenden? So rum wollte ich das fragen. Ja, muss ich. Ach du Schande, das wird immer schlimmer. Ja. Ah, das dauert ein bisschen. Der reagiert nicht immer sofort. Ich muss erst warten, bis der Phönix da angekommen ist. Wo er hin sollte. Ach du Schande. Hör mir doch auf. Ich muss hier anfangen, ne? Ja, ich muss hier anfangen. Ups. Also das geht schon, das Spiel, das ist jetzt nicht so schlimm wie erwartet. Ich hoffe nur, dass hier jetzt nicht gleich wieder der Runtime-Error dazwischen funkt und mir hier alles zurücksetzt. Aber wir müssten fertig sein. Und wir bekommen eine Treppe. Die uns in den nächsten Raum bringt. Und hier gehört auch das Bärentatzen-Symbol hinein. Damit ich einen Bleistift kriege. Natürlich, aus dem Bär wächst ein Bleistift. Okay, das ist ein Tiger. Irgendwas war hier. Irgendwer war hier. Ich meine, da hier alles gefroren ist, hält sich das gut. Na endlich, ich habe den Generator gefunden. Ich dachte, das da draußen wäre der fucking Generator. Was für eine komplexe Skulptur. Was bedeutet sie wohl? Ich habe keine Ahnung. An. Großartig, der Generator springt nicht an. Ich sollte mir die Bedienungseinleitung ansehen. Graphitleiter, Schneider, Schalte und Glasglocke. Zunächst muss ich den Graphitleiter überprüfen. Dann muss ich sicherstellen, dass die Glasglocke eingesetzt ist. Und dann kann ich den Schalter anschalten. Glaskapsel. Ja, die eine Graphitglocke hier fehlt, ne? Graphitleiter. Leider fehlt hier genau so ein. Und ich habe auch keine Glasglocke. Natürlich. Aber ich habe einen Bleistift. Kann ich das nicht in die Glocke abrubbeln? Gesicht ist in mehrere Teile zerbrochen. Aber eines fehlt. Eines fehlt. Ich sehe genau auf den ersten Blick, dass das fehlt. Sind das nicht vor allen Dingen High-Voltage-Spulen hier? Ist das nicht gefährlich? Wie kriege ich diesen Bleistift darin abgerubbelt, ne? Hiermit. Ich spitze einen Bleistift und kratze mir das Graphit daraus und stopfe es in meine Glaskapsel. Oder auch nicht. Muss ich das Graphit noch irgendwie verdichten? Was mache ich jetzt? Ich muss es abwiegen. Alter, ihr mich doch auch alle. Ich muss dieses scheiß Graphitpulver abwiegen, ne? Wie viel weiß ich denn? Generator in der Galerie angezeigt. 3,14, ne? Ja, 3,14. Oh, Gott sei Dank, einfach nur so viel wegnehmen, dass 3,14 hier übrig bleibt, ne? Okay, die Leiter sind jetzt ganz. Jetzt kann ich meine Batterie hier. Ich darf erst anschalten, wenn ich diese scheiß Glaskuppel hier habe. Ne? Ich darf vorher meine Batterien nicht anstecken. Es tut mir leid, geht nicht. Ich habe aber nichts mehr im Inventar. Thank you.